Wir bei Alverde bieten seit über 30 Jahren Naturkosmetik für jedes Bedürfnis. Dabei ist es uns besonders wichtig, nachhaltige Produkte aus dem Reichtum der Natur zu entwickeln. Doch wie entsteht überhaupt ein neues Produkt und welche Kriterien muss es erfüllen? Wenn wir ein neues Alverde-Produkt entwickeln, dann fängt natürlich immer alles mit der Idee an. Wir holen uns Kundenfeedback ein, wir besuchen ganz viele Messen und geben uns auf die Trendrecherche. Und aufgrund dessen wählen wir natürlich ein passendes Wirkstoffkonzept aus. Das Wirkstoffkonzept soll auf biologischen Inhaltsstoffen beruhen und biologische Extrakte mit einbeziehen. Und natürlich, es gilt sowohl für die Rohstoffe als auch für die Packmittel, sollen die möglichst kurze Transportwege aufweisen. In weiterer Folge brauchen wir natürlich ein Packmittel. Das muss passend für das Produkt sein, ob es in einem Spender, in einem Tiegel abgefüllt werden kann. Es muss immer kompatibel sein und soll natürlich auch möglichst recycelbar sein. Nach der Rohstoffauswahl im Kreativprozess beginnen wir hier damit, dass wir die Rohstoffauswahl nochmal überprüfen und schauen, ob das zur Rezeptur überhaupt passt. Ein Produkt besteht im Normalfall aus einer Wasserphase, einer Ölphase, je nachdem, wo sich die Rohstoffe lösen. Wässriger sind die Wasserphase, öliger sind die Ölphase. Dann haben wir noch einen Emulgator, der dazu dient, die beiden Phasen miteinander zu verbinden und gegebenenfalls ein Parfümöl. Bei den Parfümölen gilt es zu sagen, dass wir keine rein synthetischen Parfümöle nutzen. Wenn das Endprodukt eine Farbe hat, dann liegt das daran, dass wir natürliche Extrakte verwenden und die oft eine eigene Farbgebung haben, die sich dann natürlich beim Endprodukt widerspiegelt. Damit das Produkt dann im nächsten Step bei Testpersonen angewendet werden kann, überprüfen wir es natürlich auf die Temperaturbeständigkeit, Druckbeständigkeit, mikrobielle Belastbarkeit und natürlich auch auf die Hautverträglichkeit. Nachdem das Packmittel ausgewählt wurde, geht es in der grafischen Aufbereitung weiter. Das passiert hier in unserer Grafik. Die erstellen das Design, dass das natürlich dann am Ende für die Kundinnen und Kunden am Regal ansprechend erscheint. Hier im Testinstitut wird die Wirksamkeit der Produkte überprüft. Dazu bekommen Probandinnen und Probanden die Produkte und testen diese über mehrere Wochen. Durch eine Vorher- und eine Nachher-Testung wird so die Wirksamkeit sichergestellt. Wir haben euch mitgenommen von der Ideenfindung über die Produktentwicklung im Labor bis hin zur Testung der Wirksamkeit. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie aus einer Idee ein Alverde-Produkt wird. Wir hoffen, es war interessant für euch.